Ich würde sagen, wir beginnen. Herzlichen guten Morgen zum dritten Block der Direktbuchungswebinare. Heute mit dem Thema Direktbuchungsperformance messen und optimieren mit Elisha Schoppig von Hotels Byder. Ich freue mich sehr. Die Krise, die trifft die Branche direkt ins Mark. Es zeigt uns aber auch, dass wir genau diese schwierige Situation nützen müssen oder nützen sollen, um die Direktbuchungskanäle und Angebote zu stärken und vor allem aber auch die Abhängigkeiten zu den OTAs zu minimieren. Hotellerie Suisse versucht sie auch hier ganz direkt zu unterstützen. Andreas Züllig hat es an der Medienkonferenz von Schweiz Tourismus bereits angekündigt. Wir werden erstmals mit einer Öffentlichkeitskampagne direkt die Kunden ansprechen. Wir haben die Kampagne vorgezogen und werden am 8. Juni diese Kampagne lancieren und den Kunden versprechen, wer direkt bucht beim Hotel, der hat den besten Deal. Wenn wir aber das versprechen, dann muss die Branche dieses Versprechen auch einhalten. Ich möchte Sie daher bitten, seien Sie sensibilisiert, optimieren Sie die Direktbuchungskanäle und Ihre Angebote. Machen Sie auch bei der Kampagne von Schweiz Tourismus mit. Sie werden in den nächsten Tagen auf Sie zukommen. Unsere Kampagnen, die sind aufeinander abgestimmt. Jetzt profitieren Sie aber am besten zuerst mal vom Webinar mit Elisha. Und bevor dass wir beginnen, noch ein paar administrative Informationen. Sie sehen hier unten die F&As, ein Fenster. Hier können Sie Ihre Fragen stellen, die wir nach der Präsentation von Elisha beantworten werden. Falls Sie technische Probleme haben, sehen Sie ein Fenster weiter, aber auch unten in der Leiste die Chat-Funktion. Dort können Sie direkt einschreiben, falls Sie technische Probleme haben. Das Webinar wird aufgezeichnet und Ihr Mikrofon ist am Anfang gemutet, also ausgeschaltet. Ich wünsche euch ganz viele gute, positive Erkenntnisse aus diesem Webinar und übergebe gerne das Wort an Elisha Schoppig. Super, danke Domi, vielen Dank, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ich werde mal mein Bildschirm mit euch teilen, damit ihr auch meine Folien seht. Ich werde während der Präsentation immer wieder zwischen meinem Bildschirm und den Folien hin und her wechseln und hoffe, dass ich sie da technisch nicht unterwegs verliere. Herzlich willkommen bei dem Webinar. Auch für mich ein komplett neues Format. Ich hoffe, Sie sind alle gesund geblieben und den Umständen entsprechend wohlauf. Es wird wieder die Normalität oder eine normale Normalität, vielleicht nicht, aber eine andere Normalität zurückkehren. Es wird wieder gereist, es werden wieder Direktbuchungen kreiert oder generell Hotelbuchungen generiert. Und für mich hat diese Krise wirklich nochmal ganz, ganz stark in den Vordergrund geschoben, wie wichtig das heutige Thema der Direktbuchung ist. Zu sehen, wie die großen Plattformen Booking, Expedia, aber auch Airbnb auf die Krise reagiert haben, hat nochmal ganz klar definiert und gezeigt, wo die Prioritäten dieser Partner liegen. Es ist ganz klar das Wohl des Gastes. Aber danach ganz klar zuerst mal der eigene Umsatz und erst lange danach kommt der Hotelpartner. Hier denke ich, ist es enorm wichtig, in das direkte Verhältnis auch mit dem Gast zu investieren. Und die Direktbuchungen bedeuten ein direkter Vertrag zwischen Ihnen und Ihrem Gast. Es ist eine direkte Verbindung. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, auch von Anfang an direkt mit ihm zu kommunizieren. Wir springen ins Thema rein. Ich habe die Präsentation vorbereitet, bevor diese ganze Covid-Krise gestartet hat. Ich werde aber immer wieder versuchen, zurückzuspringen. Es sind eigentlich Themen, die in der Vergangenheit relevant waren und ich denke auch in der Zukunft immer relevanter werden. Ich werde immer wieder versuchen, zurückzuspringen und ein paar Inputs geben, auch vor allem, wie spezifisch in den nächsten Monaten gewisse Tools und Sachen eingesetzt werden können, um wirklich einen guten Start auch zu haben in den
in den Online-Verkauf. Ein bisschen zu schnell. Ich werde mich heute immer wieder wiederholen. Es geht ums Messen, Messen und nochmal Messen. Ihr könnt nur managen, was ihr auch messen könnt. Ihr könnt nur arbeiten, wenn ihr ganz konkrete, spezifische KPIs, Key Performance Indicators oder einfach Indikatoren habt, die ihr wirklich auch vergleichen könnt, auch über einen längeren Zeitraum. If you cannot measure it, you cannot improve it. Ich werde versuchen, dort weiterzumachen, wo der Fabian Messer letzte Woche aufgehört hat. Wir sind nach wie vor beim Thema Direktbuchungen. Ich versuche aber, mich spezifisch auf die Tools und Plattformen zu konzentrieren, die Sie brauchen, um eine Direktbuchung wirklich umsetzen zu können. Und dort auf das Messen. Wie messe ich Erfolg? Wie kann ich da vorgehen? Es sind verschiedenste Hoteliers dabei heute. Es ist eine große Gruppe. Ich habe versucht, beim Vorbereiten einen Mittelweg zu finden, sodass ich für jeden vielleicht auch etwas Neues mitbringe. Wenn Sie gewisse Sachen schon gehört haben oder bei anderen Sachen nicht mitkommen, dann können wir die auch gerne noch zu einem späteren Zeitpunkt tiefer diskutieren. Ich möchte mich noch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Elisha Schoppig. Ich bin Operations Manager bei Hotelspider. Wir sind ein Schweizer Unternehmen. Wir haben unseren Hauptsitz in Nyon. Richtig, auf der anderen Seite vom Röstigraben geht die Schweiz weiter. Es gibt uns seit 18 Jahren. Wir entwickeln und verkaufen Hotel-Distributionslösungen. Das heißt Channel Manager, Buchungsmaske, Metasuchanbindung, zentrales Reservationssystem. Das ist das, was wir täglich machen. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben zum Webinar, zu den Themen, die wir heute besprechen oder anderes, können Sie mich sehr gerne auch nach dem Webinar kontaktieren. Sie sollten auch meine E-Mail-Adresse sehen, elisha.schoppig@hotelspider.com. Würde mich sehr freuen, wenn Sie sich in Kontakt setzen mit mir. Und Sie können mich natürlich auch selbstverständlich auf der Plattform LinkedIn finden und würde mich freuen, wenn wir uns da verknüpfen und vernetzen würden. Ganz kurz, was wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Die Einführung, da sind wir jetzt mittendrin und auch bald schon vorbei. Wir werden uns zum Thema Verkaufsfunnel bzw. die Webseite als Zentrum Ihres Marketings anschauen. Das ist so der Übergang von nach letzter Woche. Wir werden uns verschiedenste Varianten anschauen, wie Sie Kunden auf Ihre Webseite gewinnen können, also Metasuch und Pay-per-Click-Werbung anschauen. Und danach natürlich auch die Buchungsmaske diskutieren, das Tool, was danach das wirkliche Umwandeln vom besuchenden Gast zum besuchenden Webseitenbesucher zum Gast bei Ihnen im Hotel ausmacht. Und am Schluss möchte ich auch noch kurz die OTAs, die Alternative zur Direktbuchung, ein paar Punkte da mit Ihnen besprechen. Ich werde versuchen, in diesen 30 Minuten Ihnen so viel wie möglich an Know-how meinerseits weiterzugeben. Ich habe hier aber auch ein paar Ressourcen mitgebracht, die Sie weiter nutzen können, die Ihnen wirklich hier regelmäßig neue Inhalte liefern. Beide sind in Englisch. Ich hoffe trotzdem, dass der eine oder andere sich damit auseinandersetzt. Das erste, ich bin ein Riesenfan von Podcasts. Da kann ich entweder beim Kochen oder beim Autofahren einfach zuhören und mir neues Wissen aneignen. Der erste, das ist einer meiner Lieblingsshows von Tim Peter, Things Out Loud, ein genereller Podcast zum digitalen Marketing. Nicht hotelspezifisch, aber immer wieder Beispiele von Hotels, 15 Minuten pro Woche, wo Sie einfach ein Update kriegen über die neuesten Trends. Und das andere ist der Fuel Hotel Marketing Podcast, eine amerikanische Agentur, die sich auf Hotels spezialisiert haben, die wirklich sehr hotelspezifische, konkrete Ressourcen liefern, kann ich Ihnen sehr ans Herzen legen. Die andere Sache, wenn Sie Videos mögen, wenn Videos eher in Ihre Richtung ist, dann empfehle ich Ihnen, dass Sie mal unseren YouTube-Channel anschauen, wo wir mit dem Projekt Ask Your Hotel Techie versuchen, mit Ihnen unser Know-how zum Thema Technologie zu teilen, in kurzen Videos, also einfach auf YouTube Hotels Spider suchen, da finden Sie uns. Da decken wir einige Themen ab, die wir auch heute besprechen, Pay-per-Click, Direktbuchungen etc., aber auch andere Elemente wie Check-in-Automatisierung zum Beispiel. Würde mich sehr freuen, wenn Sie sich den Kanal anschauen und auch dort können Sie natürlich in Kontakt treten und ich bin immer auf der Suche nach neuen Video-Ideen. Der Verkaufstrichter der Funnel ist eine populäre Art im digitalen Verkauf, sagen wir mal, die Schritte darzustellen. Es geht einfach von oben, fallen die Kunden rein und tröpfeln langsam runter, bis dass sie dann zu einem
erfasst werden. Das Gleiche kann im Prinzip vom Prozess her auch als Customer Journey, wie wir es letzte Woche gesehen haben, als Kundenablauf von den verschiedenen Schritten, die er hat, dargestellt werden. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, das einfach mal visuell darzustellen für sich selber. Einfach mal entweder eben so ein Funnel oder ein Journey darzustellen, wie dann das bei Ihnen aussieht. Wenn wir jetzt diesen Trichter nehmen, dann haben wir ganz viele Marketingaktivitäten oben. Branding, verschiedenste Werbungsmöglichkeiten, verschiedenstes Engagement und langsam kommen die, sagen wir, Leads, die potenziellen Kunden oben rein. Und wir wollen uns heute wirklich auf den unteren Teil dieses Funnels konzentrieren, wo es wirklich darum geht, von einem Besucher einen zahlenden Gast zu machen. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz klar die Webseite und danach das Tool der Buchungsmaske, die effektiv diesen Druck aufbauen müssen, um den Kunden durch diesen Prozess zu nehmen, aber auf der anderen Seite auch Pay-per-Click, also Werbung und Metasuchwerbung, mit dem Sie wirklich auch Kunden anziehen können auf Ihrer Webseite. Es geht um die Webseite, auch da haben wir letzte Woche schon gewisse Punkte angesprochen. Ich nehme hier ein Sinnbild, das Tim Peter sehr gerne nutzt. Der spricht hier vom Marketingrad. Es geht darum, die Webseite ist im Zentrum ihrer Kommunikation und all ihrer Kampagnen und alles, was sie darum machen, führt den Kunden auf ihre Webseite. Wenn wir das Rad nehmen, dann ist die Webseite in der Mitte und wir haben die verschiedensten Aktivitäten, sei das Social Media, Remarketing, E-Mail-Kampagnen, die ringsum sind und immer das Ziel haben, die Leute auf ihre Webseite zu bringen. SEO, E-Mail, SEA, all diese Elemente geht es darum, die Webseite zu optimieren, denn wie gut auch immer ihre Kampagnen sind, wenn die Leute auf ihre Webseite kommen und da die Umwandlung nicht wirklich funktioniert, da die Kunden entweder die Information nicht finden oder technisch die Webseite nicht handhaben können, verlieren sie natürlich all diesen Schwung, den sie gekriegt haben von ihren Marketingaktivitäten. Aus meiner Perspektive ist es enorm wichtig, dass das ein ständiger Prozess ist. Also für mich eine Webseite sollte nicht einfach einmal alle 3, 5 oder 10 Jahre ein großes Budget existieren, um die Webseite komplett neu zu machen. Ich empfehle immer, das wirklich ein sich langsam weiterentwickelndes Prozess zu nutzen. Jedes Jahr, genau gleich wie für Ihre Bilder, jedes Jahr einfach einen Budgetpunkt hinzuzufügen, um Ihre Webseite einfach ein bisschen Schritt für Schritt weiterzubringen. Die Idee ist, dass die Webseite wirklich eine digitale Version Ihres Hauses ist. Das heißt, genau gleich wie sich in Ihrem Haus Sachen verändern, Events stattfinden, sich die Küche, die Saisons, verschiedenste Elemente anpassen. Genauso ist es auch enorm wichtig, dass sich die Webseite über die Saisons, über die Zeiten, über die Veränderungen auch in Ihrem Haus weiterentwickeln und nicht einfach statisch fest da bleibt. Jetzt haben wir natürlich gesagt, wir sprechen über Messen, wir sprechen über Performance. Das heißt, wenn Sie eine Webseite angehen, wenn Sie diese weiterentwickeln wollen, um zu schauen, was passiert vielleicht, dass der Kunde nicht zum zahlenden Gast wird, der kommt zwar, schaut sich die Webseite an, viele Leute sind auf der Webseite, wer ist das, was machen die und warum gehen sie vielleicht nicht zur Buchungsmaske rüber und buchen dann. Das heißt, es ist wichtig zu messen, es ist wichtig zu verstehen, was passiert auf der Webseite, was passiert, wenn die Kunden bei uns sind auf der Webseite und da möchte ich jetzt ganz konkret in ein paar Tools reinspringen, Ihnen ein paar Ideen geben von Tools, die sinnvoll sind zu verwenden. Die drei, die ich Ihnen vorstelle, die sind alle vom Mr. Google, die gibt natürlich auch ganz klar andere Systeme, jetzt gerade wenn es um das Messen und das Optimieren der Webseite geht, ist sicher Google Analytics eines der verbreitetsten Tools, weil es wirklich auch sehr, sehr ein gutes Tool ist und kostenfrei angeboten wird. Danach gibt es auch Plattformen wie Adobe Analytics, die sehr, sehr vor allem für komplexe Webseiten sinnvoll sind, die aber nicht kostenfrei sind. Jetzt möchte ich ganz kurz in den Browser wechseln. Mal schauen, ob ich das schaffe. Jetzt sollten Sie normalerweise meinen Browser sehen. Wir sind hier jetzt einfach in einem Google Analytics Konto.
ist enorm wichtig, dass sie Zugriff auf diese Plattform haben, dass sie die Webseite wirklich auch messen können. Jetzt fehlt mir die Maus hier. Entschuldigung. Ah, genau. Dass sie die Webseite auch messen können. Hier gibt es wirklich ganz automatisiert, es ist relativ simpel, das heute auf einer Webseite zu integrieren. Und es gibt ihnen die Möglichkeit, verschiedenste Parameter zu messen. Hier sind wir jetzt zum Beispiel einfach, woher kommen die Leute, woher kommt ihr Traffic? Ist das durch Meta? Kommen die organisch? Suchen die nach ihnen? Sind das Referenzen von anderen Webseiten? Und genau, sie haben dann aber auch hier die Möglichkeit, in einer visuellen Art zu sehen, wo kommen die Leute, wo starten die, wo gehen die weiter, wo verliere ich vielleicht auch meine Kunden. Also Google Analytics ist ganz klar eines der ersten Tools, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Schauen Sie, dass Sie auch einen Zugriff darauf haben. Sie können sich hier auch Dashboards erstellen und einfach schauen, dass Sie regelmäßig hier die Performance danach anschauen und basierend auf den Parametern schauen, hier verliere ich viele Kunden, lass mich versuchen, hier dran zu arbeiten, etwa die Inhalte oder die Verwendbarkeit dieses Tools zu verbessern. Mir fehlt hier im Moment gerade die Maus, das heißt, das macht es ein bisschen schwierig. Ah, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Google Analytics ist das erste Tool, das Ihnen wirklich hilft, wirklich sinnvolle Aussagen zu machen zu Ihrer eigenen Webseite. Das nächste Tool, das auch wieder von Google kommt, ist die Search Console. Also auch hier search.google.com. Search Console empfehle ich Ihnen sehr, das ist ein kostenfreies Tool, empfehle ich Ihnen sehr, sicherzustellen, dass das für Ihre Webseite existiert. Dieses Tool ist wirklich vor allem wichtig für zwei Elemente. Es hilft Ihnen ganz einfach, eine Übersicht zu behalten über Fehler. Google gibt Ihnen die Möglichkeit, Sie informieren Sie, es gibt Notifikationen, Sie kriegen eine E-Mail, wenn immer irgendwo ein Fehler existiert auf Ihrer Webseite, ein Link nicht mehr funktioniert, eine URL auf Ihrer Webseite nicht mehr funktioniert, was zu enormen Frustration bei Ihren Gästen führen kann und natürlich auch in ihrem Ranking, wie Sie bei Google stehen, negativen Einfluss haben. Und hier können Sie auf Google sagen, hallo, ich habe eine neue Website, ich habe einen neuen Blog-Eintrag, bitte komm und schau dir das an, damit Sie auch wirklich davon profitieren können. Das andere, was Sie haben, sind danach, wie die Kunden zu Ihnen kommen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, in diesen Dashboards zu sehen, wie finden mich Kunden, was sind vielleicht die Suchbegriffe, die dazu führen, dass Kunden zu uns kommen, wie kommen die, und auch das kann Ihnen danach wieder helfen, werden wir nachher kurz besprechen, wenn es um Pay-per-Click und bezahlte Werbung geht, das Ganze zu optimieren. Also das zweite Tool, Google Search Console, das dritte Tool, wenn ich das schaffe, das dritte Tool, das dritte Tool ist der Google Tag Manager. Der Tag Manager erlaubt es Ihnen als Nicht-Experte, als Nicht-Entwickler, auf Ihrer Webseite neue Tests, neue Conversion Goals, neue Ziele zu definieren. Das Google Analytics, das gibt Ihnen schon eine sehr gute Idee, wo sich die Leute bewegen. Mit Tag Manager, das muss einmal bei Ihnen auf der Webseite installiert werden, danach lässt sich relativ einfach das Ganze ausbreiten. Und es ermöglicht Ihnen wirklich noch detaillierter zu schauen, was machen die Leute. Gibt es vielleicht ein Formular, das Sie angefangen haben auszufüllen, aber dann nicht abgeschlossen haben, das Ausfüllen? Gibt es eventuell eine Seite, wo ich sie verloren habe? Also das sind die drei Tools, die ich Ihnen wirklich sehr ans Herzen legen kann. Google Analytics, Search Console und Tag Manager, wenn Sie die haben, sich damit auseinandersetzen, vor allem bei Analytics und Search Console auch regelmäßig reinschauen. Das kann Ihnen schon mal enorm helfen, weiterzukommen mit Ihrer Webseite und dieses kontinuierliche Projekt der Webseite weiterzuführen. Lassen Sie uns weitergehen, wenn Sie jetzt Ihre Webseite optimiert haben. Die ist so, wie Sie sie haben wollen. Die macht es natürlich Sinn, um mehr Leute auf Ihre Webseite zu kriegen, mit Pay-per-Click, also bezahlen pro Klick Werbung zu arbeiten. Das ist eine Art von Werbung, wo Sie nicht einen fixen Betrag bezahlen. Sie zahlen nicht eine Kommission wie bei den OTAs, sondern Sie zahlen pro Klick, der ein Kunde macht.
Pay-per-Click kann auf der einen Seite auf Suchmaschinen wie Google oder Bing funktionieren, wo es dann mit einem Suchbegriff funktioniert, also Sie zahlen eine Rappen- oder Frankenanzahl pro Klick, der für eine gewisse Such, also für die, das Ranking für, eine gewisse, für einen gewissen Begriff. Sie haben danach aber auch die Möglichkeit, mit Plattformen, mit den Suchmaschinen der Metasuchenden Plattformen zu arbeiten. Auch das werden wir nachher noch kurz anschauen. Wenn wir hier bei dem Pay-per-Click sprechen, sprechen wir von diesen Ads hier. Also wenn ich auf Google bin, dann habe ich, wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich Hotels in Nyon gesucht und ich habe gleich oben auf die kleinen Ads. Das hier ist in der Vergangenheit ganz, ganz viel von Booking und Expedia genutzt worden, aber auch von anderen Anbietern. Heute, wenn Sie sich das anschauen, ich zeige Ihnen nachher die Suche gleich nochmal, wie man es heute aussieht. Sieht das ganz anders aus, weil all diese Plattformen in der Krise aufgehört haben, auf Google Werbung zu betreiben, was natürlich auch nochmal ganz klar die Dynamiken ändern. Hier sind wir bei den bezahlten Ads und da, wenn wir über diese Keywords sprechen, haben wir im Prinzip ein Spektrum. Wir haben hier einen ganz, ganz generellen Begriff wie Hotel in der Stadt, Hotel Zürich, Hotel Basel, Hotel Zermatt, wo Sie als Individualhotel, denke ich, sehr, sehr Mühe haben und es nicht optimal ist, mit solchen Begriffen zu arbeiten. Wenn jemand so einen Begriff in Google eingibt, dann sucht er nach generellen Informationen zu Hotels. Er hat sich wahrscheinlich noch nicht entschieden, wo er übernachten möchte. Und wegen dem werden Sie hier viel Geld ausgeben müssen und sehr unqualifizierte Besucher kriegen. Danach geht das Spektrum auf die ganz andere Seite. Hier sprechen wir dann von Brand Pay-per-Click, das heißt im Prinzip, Sie werben für Ihre eigene Marke. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal hier ein Beispiel rausgesucht, Hotel Storchen in Zürich. Wenn ich das raussuche, habe ich gerade ganz oben einen großen, großen Teil vom Bildschirm, der von einer Werbung vom Storchen selber beansprucht wird. Hier geht es wirklich darum, Ihre eigene Marke zu schützen. Die OTAs, zumindest in der Vergangenheit, heute ist es wieder anders, mal schauen, wie es nach der Krise wieder aussehen wird. Wenn die wieder Kunden gewinnen wollen und wieder gebucht wird, werden die sicher wieder aggressiver diese Art von Werbung betreiben. Und wenn hier, wenn ich jetzt einen Begriff zum Beispiel Storchen Zürich verwende und der erste Klick, der oben steht, booking.com wäre mit einer Werbung, dann ist es das Einfachste für den Gast, auf diesen zu klicken und kommt dann natürlich zu Booking und nicht zum Storchen. Also Ihre eigene Marke, diesen Markenschutz kann ich wirklich jedem empfehlen. Achten Sie darauf, achten Sie, wie diese Search Result Page, also diese Seite bei Google, wenn Sie sich selber suchen, aussieht. Und achten Sie darauf, dass es zumindest Sie diese Möglichkeit nutzen, so einen großen Teil von dieser Seite in Anspruch zu nehmen. Danach haben wir ein Element dazwischen. Das heißt, wir haben von ganz generellen Namen gesprochen, wie Hotel Inn oder Hotel Zermatt, Hotel irgendwo. Und dann haben wir danach Ihren spezifischen Hotelnamen. Dazwischen haben wir ein Spektrum von Suchbegriffen, wo Sie mit ganz bestimmten Suchbegriffen arbeiten, die für Ihr Haus spezifisch relevant sind. Hier geht es wirklich darum, die Merkmale, die Hauptmerkmale Ihres Hauses rauszuziehen und danach zu schauen, was für Suchen sind relevant, wo habe ich wie viele Suchen, habe ich die relevante Webseite dazu, kann ich wirklich hier zum Beispiel Hotel Matterhornblick mit Pool, das kann aber auch der Suite mit Seeblick Luzern oder Hotel mit Kinderkrippe Schweiz sein. Also können wirklich ganz, ganz unterschiedliche Suchen sein. Und diese Worte, wenn sie zu Ihrem Hotel passen, können Sie relativ kostengünstig die Klicks kriegen. Und Sie haben auch wirklich Gäste, die danach suchen. Das heißt, Ihr Gast sucht nach etwas, was Sie wirklich bieten können. Und das hilft natürlich enorm, dann sinnvolle auch sagen wir mal, Conversion zu haben, die wirklich danach zu überzeugen, bei Ihnen zu buchen. Ich wechsle nochmal zurück zum Browser. Wenn Sie all diese Suchen heute betreiben, dann wird das Ganze sehr anders aussehen. Sie werden sehen, es gibt keine Werbung mehr für irgendetwas von den OTAs. Wenn Sie, das ist nochmal eine andere Plattform, die Ihnen helfen kann mit den Keywords, also neben der Search Console, wo Sie auch wirklich sehen können, was suchen die Leute und wie kommen sie dann zu mir, gibt es hier auch noch ein interessantes Tool, auch wieder von Google,
Das ist Google Trends, wo Sie nach bestimmten Suchbegriffen suchen können. Sie können auch nach Region suchen, woher das gesucht wird, etc. Und das hilft Ihnen danach zu evaluieren, ich habe diesen Begriff, wie oft suchen Menschen wirklich danach, was sind die sinnvollsten Begriffe. Das auch noch ganz kurz ein weiteres kostenfreies Tool von Google, das Ihnen in dieser Suche nach diesen spezifischen relevanten Suchbegriffen hilft zu finden. Das ist Google Trends. Das ist die eine Art, pro Klick zu bezahlen. Hier ist natürlich enorm wichtig, dass Sie danach diesen Klicks folgen, also auch sicherstellen, dass diese Klicks dann wirklich zu Buchungen führen oder zu einem Kontakt bei Ihnen führen. Die andere Variante vom Pay-per-Click, also bezahlen pro Klick, sind danach die Metasuchen. Metasuche arbeitet nach demselben Prinzip, das heißt, wenn Sie bei den Partnern Google, Trivago, TripAdvisor, Kayak sich listen lassen, haben Sie auch hier die Möglichkeit aufzutreten. Hier werden Sie dann aber verglichen mit den verschiedenen Anbietern für Ihr Haus. Auch hier habe ich wieder einen Screenshot genommen aus der Vergangenheit. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nach Nyon suche auf TripAdvisor, dann habe ich hier verschiedenste Angebote, also Booking.com, E-Bookers, Hotels, Agoda, die bieten alle für mein Hotel. Und hier habe ich genau gleich die Möglichkeit, als hoteleigene Webseite aufzutreten. Das habe ich ganz interessant gefunden. Hier sieht man es wirklich ganz, ganz krass, wie sich das Angebot verändert hat. Ich wechsle wieder zurück zu meinem Browser. Empfehle ich Ihnen auch ganz, ganz fest, in der heutigen Zeit mal für Ihr eigenes Hotel zu machen. Jetzt habe ich es hier auch ein bisschen zugemacht. Denn Sie sehen ganz drastisch, wer hier bietet, wie die Leute bieten, hat sich enorm verändert. Für die meisten Hotels, wenn wir hier schauen, gibt es eigentlich nur noch ein Angebot von Booking bzw. Opodo, das auftaucht. Also hat sich ganz, ganz drastisch hier das Landscape verändert. Und das kann natürlich auch ganz klar, wenn wir die Rückkehr zu einer Normalität und zum Buchungsverhalten sehen, natürlich auch ganz klar eine Möglichkeit sein, für Sie hier aufzutreten. Viele der OTAs haben das gestoppt. Sie haben die Möglichkeit, hier ein sinnvolles Angebot zu machen dem Kunden. Vergessen Sie nicht, Sie zahlen pro Klick. Das heißt, wenn jemand Ihr Hotel wirklich sucht und wirklich eine Buchung machen möchte für die Zukunft oder für die nahe Zukunft oder ferne Zukunft, dann finden Sie ihn hier und er findet Sie hier mit einem sinnvollen Angebot. Ich wechsle wieder zurück, Entschuldigung für das Hin und Her. Genau. Auch hier nochmal ganz wichtig, testen, 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 messen, messen, messen. Trivago, TripAdvisor, Google geben Ihnen Statistiken, da ist aber sehr klar Vorsicht geboten. Das heißt, zwei konkrete Tipps, wenn Sie mit Meta arbeiten wollen. Das Erste, was Sie natürlich absolut sicherstellen müssen, ist, dass Sie die besten oder zumindest ganz klar paritäre Preise haben. Wenn Sie natürlich einen höheren Preis haben wie bei den Plattformen, wird der Kunde nie bei Ihnen buchen. Daneben ist es ganz, ganz wichtig, ein E-Commerce-Tracking, also wirklich auch nachzuvollziehen können auf Ihrer Webseite, aber auch auf der Buchungsmaske vor allem, wie verhalten sich die Kunden. Ein Element, was hier oft vergessen wird, wenn Sie die Buchungsseite auf einer separaten URL, auf einer Seite, separaten Seite haben, also einfach einen Klick machen und dann geht es auf diese Seite, dann ist es eine neue URL und zum Beispiel Google Analytics, hier müssen Sie ein Cross-Domain-Tracking definieren, damit Sie wirklich diese ganzen Schritte nachvollziehen können und nicht den Kunden einfach verlieren. Die Metas sind wichtig, vor allem Google gewinnt hier auch immer wieder an Wichtigkeit, speziell über die letzten 12 Monate. Ich nehme wieder hier ein Quote von Tim Peter. Google is the monster that is scaring your industry's 500-pound gorilla. In diesem Szenario ist Booking und Expedia sind die 500-Pfund-Gorillas in unserer Industrie und Google ist trotzdem das Monster, das ihnen noch Angst macht. Das sieht man auch ganz klar an den
Börsenkursen von Expedia und die Konsequenzen danach, sowie auch von TripAdvisor, als im November 2019 Google viele Änderungen angesagt hat. Googles Ziel ist ganz klar, sie wollen Geld machen, sie wollen ihren suchenden Kunden die beste Erfahrung liefern. Sie haben bereits in der Flugindustrie geschafft, dies zu tun. Das heißt, sie bieten heute schon die beste Suchmaschine und die beste Buchmaschine für Flüge und sind ganz klar auf dem Weg, das auch für die Hotels zu machen. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert für die Hotelindustrie. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz klar sinnvoll, mit Google zusammenzuarbeiten, auch von den Möglichkeiten, die Google gibt, zu profitieren, um sicherzustellen, dass sie dort die richtige Präsenz haben. Auf der anderen Seite, und das sieht man vor allem auch jetzt, Booking, Expedia sind die größten im Prinzip Werber auf der Plattform von Google. Die haben jetzt komplett aufgehört mit diesen Werbungen zu einem sehr, sehr großen Teil. Das heißt, langsam wird auch Google hier dominanter werden und Booking und Expedia möglicherweise vertreiben. Und dann ist natürlich auch wieder ganz klar die Frage für den Hotelier, wenn ich jetzt 3 oder 4 starke Spiele einfach mit einem sehr, sehr dominanten Spieler ersetze, nützt mir das wirklich etwas? Ist das wirklich sinnvoll für mich? Und wie kann ich damit umgehen? Und ein großer Punkt ist hier das direkte Verhältnis mit Ihrem Gast. Beispiel ist Google Maps. Das war für Jahre und Jahre ein kostenfreier Service, den man auf jeder Webseite nutzen konnte. Seit, jetzt glaube ich, etwa 18 Monaten ist das ein bezahlter Service. Das heißt, alle machen es kostenfrei und wenn es dann alle implementiert haben und abhängig sind davon, dann kommt die Rechnung geschickt. Sie müssen mit den Plattformen von Google arbeiten, sind auch sinnvolle Plattformen, aber Sie müssen einfach unbedingt sicherstellen, dass Sie Wege finden, diese Direktverbindung mit Ihrem Gast zu schaffen und diesen Mittelmann, sagen wir mal, unwichtiger werden lassen. Wir kommen zum letzten Teil des Funnels, unseres Trichters. Das ist die Buchungsmaske, wo es dann effektiv darum geht, Kunden in buchende Gäste umzuwandeln. Es ist, wie auch vorhin erwähnt, diese Best Price Guarantee, diese Direktbucher-Advantages sind ein großer, großer Teil, den Sie dazu fügen können, damit die Kunden wirklich bei Ihnen buchen. Das heißt, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Vorteile haben für einen Gast, dass Sie die richtigen Vorteile bieten Ihren Kunden und stellen Sie sicher, dass Sie die auch wirklich ganz klar und deutlich kommunizieren, sowohl auf Ihrer Buchungswebseite natürlich, wie aber auch auf Ihrer Buchungsmaske. Wenn es ums Messen geht, ist das natürlich hier enorm wichtig bei der Buchungsmaske. Das ist wirklich der letzte Schritt, die letzte Meile. Sie haben wahrscheinlich schon Geld ausgegeben im Marketing, vielleicht durch Click-Advertisement oder bei den Meta-Suchmaschinen, um die Leute hier hinzubringen. Sie wissen, Kunden suchen nach einem Zimmer, die sind interessiert an ihrem Hotel. Das heißt, sie haben wirklich die absolut beste Voraussetzung, hier eine Reservation zu machen. Und da ist es wichtig zu wissen, was passiert. Folgen Sie diesen Kunden, stellen Sie sicher, wo Sie aktiv sind, wo Sie vielleicht sind, was Sie gerne tun auf der Seite. Achten Sie vor allem aber auch darauf, wo Sie abspringen. Also fast wichtiger als wie sich die Kunden, die eine Buchung machen, verhalten, ist zu wissen, wie verhalten sich die Kunden, die eben am Schluss keine Buchung machen. Wo springen sie ab? Haben sie eventuell die Bilder gesehen und dann schon rausgesprungen? Haben sich die Preise angeschaut? Sind vielleicht die Daten gar nicht verfügbar, die der Kunde sucht? All das sind Informationen, die Sie durch ein gutes Tracking eigentlich wissen können und was auch sinnvoll ist, zu wissen, dass Sie wirklich das richtige Tool haben, aber vor allem auch dieses Tool optimal nutzen und wirklich optimal einwenden und auch integrieren. Also ein großer Punkt, wo Ihre Kunden abspringen, ist, wenn Sie dran sind, eine Buchung zu machen, aber keine Resultate finden, oder wenn Sie von der Webseite auf die Buchungsmaske gehen. Das heißt, in 2020 gibt es technisch so viele Möglichkeiten, dass Ihre Webseite und die Buchungsmaske ineinander einfließen. Nutzen Sie die, stellen Sie sicher, dass die Kunden nicht in Schock kriegen und hier abspringen. Zwei Formate, die ich noch kurz ansprechen will, die ganz, ganz relevant sind bei der Buchungsmaske, natürlich aber auch bei der Webseite. Es geht hier um
Mobiles. Ist nichts Neues. Wir sind 2020. Mobil ist wirklich nicht neu. Heute sehen wir ganz klar die Statistiken. Klar, über 50% der Gäste für Hotels suchen über das Mobiltelefon. Buchungen sind noch ganz klar drunter. Aber die Suchen und die Recherchen auf ihrer Webseite sind ganz klar über 50%. Würde ich Ihnen sehr, sehr empfehlen, anzuschauen bei sich selber. Und dann würde ich mich auch ganz klar fragen, wo kontrolliere ich meine Sachen, wenn ich eine neue Kampagne schalte, wenn ich neue Sachen teste, kontrolliere ich das bei mir auf dem PC hinter der Rezeption oder im Büro oder schaue ich das wirklich als erstes auch auf meinem Mobiltelefon aus an. Mobil ist das eine Format, ein neueres Format, das ich ganz kurz ansprechen möchte, ist Voice. Ich spiele Ihnen ganz kurz hier, das sind glaube ich 30 Sekunden, das Video. Viele haben es vielleicht auch schon gesehen. Ich hoffe, Sie können den Ton hören. See, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people, when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we reserve for like after like 5 people. For 4 people, you can come. How long is the wait usually to be seated? Ich werde Ihnen den Link nochmal auch in der Präsentation schicken. Ich wollte weitergehen. Das ist einfach ein ganz kurzes Beispiel von der artifiziellen Intelligenz von Google, die wirklich sehr, sehr gut mit Sprache heute umgehen kann, die eine Buchung machen kann im Hotel. Das ist jetzt der Google Assistant, der hier gesprochen hat mit dem Restaurant und mit diesem Slang und all diesen Ausdrücken wirklich gut auskommt. Also Voice Search ist und wird immer wichtiger. Das sehen wir auf der einen Seite an den Suchbegriffen und an der anderen Seite auch an dem Verkauf von Sprachgeräten wie Alexa, Google Home, Siri etc. Diese Anfragen, die werden immer konversioneller, das heißt, es ist mehr in einer gesprochenen Art. Würde ich Ihnen sehr empfehlen, mal bei Ihnen in den Keywords zu schauen, in Ihrem Google Analytics, was suchen die Leute, wie kommen die zu Ihnen. Ich denke, heute Sprache, speziell 2020, ist nicht die absolute Priorität. Also lassen Sie nicht alles fallen und setzen sich mit auseinander, mit Sprachsuche. Aber ganz klar etwas, was Sie darauf achten müssen. Die mobile Welle hat die Hotellerie ganz klar sehr lange gebraucht, darauf rauszuspringen. Behalten Sie im Hinterkopf, was passiert, wenn ich mit Sprachsuche nach einer Hotelbuchungssuche umzusetzen. Wenn wir den Google Assistant anschauen, dann wird das nicht heute passieren, vielleicht auch nicht morgen, aber das wird kommen in den nächsten Jahren. Und da ist wirklich die Frage, wie viele Nachrichten möchte ich mir wirklich anhören, wie viele Hotels höre ich mir da an? Stellen Sie sicher, dass Ihre Website die richtigen Strukturen haben, um gesucht zu werden. Zum Abschluss ganz kurz, neben den Direktbuchern sind die OTAs natürlich ein ganz wichtiger Partner, auch ein sinnvoller Partner. Sie müssen sich aber ganz klar bewusst sein, dass jeder Intermediary, sei es Google oder TripAdvisor, ein Ziel hat und ein Ziel alleine, das ist, die Buchungen zu generieren auf der eigenen Plattform. Arbeiten Sie mit den OTAs zusammen. Es sind enorm starke Webseiten, enorm starke Plattformen, um Ihnen wirklich auch Visibilität zu geben in der ganzen Welt. Daneben ist es aber enorm wichtig, sicherzustellen, dass Sie alle Angebote, die Sie bei den OTAs schalten, es ist enorm einfach, Rabatte zu schalten, es ist enorm wichtig, dass Sie die auch auf der Webseite anbieten können. Seien Sie vorsichtig mit Loyalty-Programms, das sind Loyalty-Programms der Plattformen, nicht von Ihrem Hotel. Das sind meistens Kunden, die vor allem loyal sind, dem billigsten Preis gegenüber. Lernen Sie, wie Sie am besten mit diesen OTAs umgehen können, wie Sie die auch limitieren können. Und was Sie von ihnen lernen können, kleines Beispiel, Textbeschreibung nach den Bildern, die Booking eingeführt haben. Bleiben Sie aktuell. Normalerweise, wenn die OTAs etwas einführen, sind das auch ganz klar sinnvolle Arten, wie Sie besser mit Ihren Kunden kommunizieren können. Wie gesagt, die Mittelmänner, die interessieren sich wirklich nicht über Ihre Kosten, Arbeitspläne oder operationelle Abläufe. Die versuchen zu verkaufen um jeden Preis. Also müssen Sie sicherstellen, dass Sie sie richtig einsetzen, kontrollieren und auch limitieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben, einen
Kunden, der das erste und einzige Mal in die Schweiz kommt, aus Südkorea über ein OTA zu kriegen, wenn sie noch leere Zimmer haben, sind 15% sicher nicht viel zu bezahlen. Wenn das aber ein deutscher Kunde ist, der für eine Woche kommt und schon das siebte Mal bei Ihnen übernachtet, ist es natürlich Geld, das aus dem Fenster geworfen ist. Um meine Präsentation zu beenden, möchte ich ganz kurz von der Online-Welt wegkommen. Klar, die Online-Welt ist, wo ich mich damit auseinandersetze jeden Tag, aber es ist auch nochmal ganz kurz wichtig zu erwähnen für mich, dort, wo Sie immer den Vorteil haben werden, dort, wo nie ein Google, OTA, Airbnb oder irgendjemand Ihnen dazwischen funken kann, ist im 1:1 Kontakt, wenn der Gast bei Ihnen vor Ort ist. Jeder Gast, der bei Ihnen im Hotel übernachtet, ist ein potenzieller Gast für die Zukunft. Also stellen Sie sicher, dass Sie auch im Haus kommunizieren, dass Ihre direkten Buchungen wichtig sind, erklären, warum die wichtig sind, und stellen Sie sicher, dass jeder Gast eine tolle Erfahrung hat und durch das so zu einem Fan Ihres Hauses wird und vor allem dann auch diesen persönlichen Bezug hat und eigentlich gar nicht mehr auf diese Zwischenspieler gehen muss. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin hier am Ende meiner Präsentation und jetzt offen für weitere Fragen und Punkte von Ihnen. Genau, ich schalte mich jetzt da gleich wieder ein. Ich hoffe, man sieht mich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, ich sehe mich selber nicht. Wir haben hier aber, Elisha, eine Frage, und zwar: Haben Sie einen Tipp, wie man das eigene Hotel am besten so googelt, dass man den tatsächlichen Neukundenblick erhält? Inkognito-Tabs lösen das Problem ja nur teilweise wegen den aggressiven Caches. Ja, also eigentlich die einzige Variante, und das ist dann immer wieder die Frage, das ist natürlich klar, durch die geografische, lokale, im Prinzip spezifischen Anwendung der verschiedenen Anbieter, sei es jetzt bei Google, aber auch bei allen anderen, kriegen Sie natürlich zum Teil ein bisschen ein verzerrtes Bild. Ich denke, technisch gesehen sind Inkognito-Felder, sind aber auch VPNs, also wo Sie im Prinzip so tun, als ob Sie von woanders kommen, ein Ansatz einer Lösung. Es ist nicht 100%, aber das ist im Prinzip das, was Sie technisch tun können. Das andere, was Sie, sagen wir mal, in der normalen Welt tun können, ist Kollegen fragen, Leute fragen, die Ihnen nahestehen, was zu testen, die vielleicht mal woanders auf der Welt sind, und natürlich auch Ihre Kunden fragen. Also wenn Sie mal einen Gast am Telefon haben, der am Buchen ist, dann fragen Sie ihn kurz. Das ist eigentlich die einzige Art, um wirklich die Kundenperspektive 100% zu sehen. Aber ich denke, wenn Sie mit Inkognito-Modus arbeiten, eventuell hier und da versuchen, einen VPN zu nehmen, vor allem wenn Sie jetzt sagen, ich möchte gerne sehen, wie ich für US-Suchende oder für asiatisch Suchende auftrete, das ist sicher mal ein Ansatz, wo Sie schon viel mit abdecken können. Herzlichen Dank. Ich würde gerne Google Analytics nutzen. Was ist der erste Schritt dazu? Der erste Schritt dazu ist, auf Google zu gehen, ein Google-Benutzerkonto anzulegen und sich ein Google Analytics-Konto anzulegen. Dann haben Sie das Konto. Der zweite Schritt danach ist, mit Ihrem Webmaster zu schauen, dass Sie ihm einen Zugriff geben auf Ihr Google Analytics. Also wirklich vorsichtig. Das Ziel ist, dass Sie das Konto anlegen bei all diesen Tools und danach Ihren Partnern, Webagenturen einen Zugriff geben und nicht umgekehrt. Ich habe schon immer wieder gesehen, dass ein Webmaster oder eine Agentur ein Konto anlegt, der Administrator dieser Seite ist und der Hotelier im Prinzip nur einen Zugriff kriegt. Und wenn das der Fall ist, wenn Sie mal irgendwann mit diesem Partner nicht mehr arbeiten, kann er Ihnen theoretisch dieses Konto einfach wieder abstellen. Also Achtung, Sie erstellen das Konto, danach wird es integriert. Wenn Sie eine Webseite haben, die auf irgendeinem klassischen Content-Management-System, wie zum Beispiel WordPress oder sowas basiert, haben Sie ganz, ganz einfache Plugins, die Ihnen ermöglichen, das dann auch zu hinterlegen. Das ist im Prinzip ein ganz kleines Stückchen von Code, das bei Ihnen auf jeder Seite deponiert werden muss. Und je nach Webseite ist das wirklich sehr, sehr simpel zu implementieren. Aber da würde ich mit einem Partner schauen, der das für Sie implementiert. Sehr gut. Dann ist weiter noch eine Frage reingekommen. Was halten Sie von Retargeting-Kampagnen? Wenn sie richtig gemacht sind, grundsätzlich sehr sinnvoll. Die Herausforderung bei Retargeting ist, auf der einen Seite die richtigen Leute zu treffen,
Das heißt, ich möchte natürlich dafür sorgen, dass die Kunden, die bereits eine offene Buchung haben bei mir, nicht in dieser Retargeting-Liste sind. Das heißt, ich muss in irgendeiner Form diese Retargeting-Plattform füttern können mit allen aktuellen Buchungen bzw. den E-Mail-Adressen der Personen, die aktuelle Buchung offen haben. Weil sonst geben sie enorm viel Geld aus. Ich habe eine Buchung bei Ihnen, ich werde bald anreisen, ich suche dreimal am Tag die Details raus, weil ich vergessen habe, wo die Adresse ist und meine Frau irgendeine Frage hat zum Hotel. Die möchten Sie natürlich nicht mehr targeten. Das ist die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist danach das Analysieren. Retargeting ist dann nochmal ein anderes Modell. Das ist dann im Prinzip Pay-per-Impression sozusagen. Also pro, es hat jemand gesehen, zahlen Sie. Die wollen natürlich aber immer so gut wie möglich dastehen, diese Partner, drehen das natürlich aber dann wirklich auch so, dass es sehr viele Impressions gibt und sie müssen danach sicherstellen, dass sie auch wirklich messen können, das ist die Kampagne gewesen, so und so viele Leute haben danach bei mir auf der Webseite das getan und auch effektiv eine Buchung gemacht. Also sie müssen immer diese Kampagne mit einer effektiven Buchung und einem Umsatz in Verbindung setzen können. Das ist eine Herausforderung bei Retargeting, aber grundsätzlich für Hotels ganz klar eine sinnvolle Methode. Super. Gibt es noch weitere Fragen? Wir hätten noch Zeit für ungefähr eine oder zwei Fragen. Ich habe gesehen, während des Talks hat jemand die Hand gehoben. Es wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit, hier die Frage gleich oder die Nachfrage zu einer speziellen Aussage noch zu stellen. Gut, dann herzlichen Dank, Elisha, für die super Ausführungen. Ich denke, das hat wirklich sehr viele gute Insights gegeben, wie man vorgehen kann in diesem Fall. Ich möchte euch jetzt noch kurz aufmerksam machen auf die nächsten Daten und Webinare. Und zwar am nächsten Dienstag, am 12. Mai, haben wir das letzte Direktbuchungswebinar und dann ist dieser Block eigentlich abgeschlossen. Es geht dann um Daten aus Direktbuchungen effizient nutzen von Dominik Gisler von Concierge. Wir haben aber, wie ihr ja wisst, aber auch an diesem Donnerstag um 13:30 ein Webinar am 7. Mai, und zwar die Talkrunde Smart Restart mit Andreas Züllig, Beat Kuhn, Pierre-André Michou und Uli Schneider. Ich möchte euch gerne noch einmal aufmerksam machen auf die Öffentlichkeitskampagne, die wir starten am 8. Juni. Elisha Schoppig hat es auch noch einmal erwähnt. Seien Sie sensibilisiert auf Ihre eigenen Angebote, die Sie auf den OTAs schalten. Machen Sie ein noch besseres Angebot, wenn Sie in Direktbuchungs Kanal sind oder direkten Kontakt mit den Kunden haben, dann können wir nämlich als ganze Branche dieses Versprechen einhalten. Dann noch die Starterkampagne von Schweizerismus. Die wird voraussichtlich am 30. April starten. Schweizerismus wird direkt auf Sie zukommen. Es geht dort um eine Plattform, wo Sie Ihre Direktbuchungsangebote präsentieren können. Falls Sie Direktbuchungswebinare oder andere Webinare nachschauen möchten, dann können Sie das, und zwar über tipsy.com/hotelleriesuisse. Das ist auch ein neues Angebot, das wir für unsere Mitglieder exklusiv auf die Beine gestellt haben. Sie haben dort neben allen Webinaren, die Sie nachsehen können, auch die Möglichkeit, Online-Kurse anzubieten und anzuschauen mit Ihrem Betrieb. Genau, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Elisha, vielen Dank für deine Ausführungen.